Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um Anpassungen bei Edifact, also die Nachrichtentypen, über die die Marktkommunikation in der deutschen Energiewirtschaft läuft. Warum jetzt mal wieder Edifact? Jetzt aktuell, als ich dieses Video praktisch aufnehme, Anfang August 2020, läuft noch die Konsultation für die neuen Anpassungen der Edifact-Nachrichtenformate oder Datenformate, die dann zum 1. April 2021 in Kraft treten werden. Das heißt, wenn ihr das Video kurz nach der Veröffentlichung anschaut, könnt ihr sogar auch noch an der Konsultation für die Nachrichtenformate teilnehmen. Ganz kurz natürlich, was ist Edifact, was ist Marktkommunikation? Marktkommunikation ist ja das Übertragen von Daten entlang der Prozesse, die in der deutschen Energiewirtschaft ja standardisiert sind, in den diversen Prozessvorgaben wie GPKE, MABIS und so weiter. Dazu habe ich ja jede Menge Videos schon gemacht. Und im Rahmen dieser Prozessvorgaben, wie zum Beispiel Lieferantenwechsel oder Netznutzungsabrechnung, müssen eben Daten übertragen werden vom Verteilnetzbetreiber zum Versorger und auch hin und her, Messstellenbetreiber, Bilanzkreisverantwortliche und so weiter. Die müssen hier alle Daten miteinander austauschen. Und dieser Austausch findet eben über Edifact statt. Edifact ist schlussendlich eine Norm, mit der man diese Daten in eine bestimmte Form und Syntax bringt, also so eine Art wie Programmiersprache. Und dann ist das schlussendlich nichts anderes als eine Textdatei, wo eben ein kryptischer Text steht, der dann eben durch Kenntnis von Edifact auch gelesen werden kann und ansonsten eben von den Maschinen, von den Rechnern, von den Systemen in der Energiewirtschaft eben identifiziert wird. Und dann sieht man das Ganze in seinem SAP, Power Cloud oder was auch immer System als ganz normale Daten angezeigt. Diese Daten werden also, wie gesagt, über Edifact geschickt, und weil es natürlich regelmäßig Änderungen in den Prozessvorgaben gibt, weil sich Dinge ändern, weil sich Marktprozesse ändern, müssen eben auch hier und da mal diese Nachrichtentypen, diese Nachrichtenformate, die Vorgaben, wie die zu befüllen sind, auch angepasst werden. Und das läuft jetzt aktuell mal wieder. Im Regelfall war es immer so, dass zum 1. April und zum 1. Oktober eines jeden Jahres diese Datenformate angepasst worden sind. Im Rahmen der Marco 2020-Einführung Ende 2019 ist es so gewesen, dass man das ein bisschen mal angepasst hat, ein bisschen verschlankt hat und eigentlich auch nur noch versucht hat, so einmal im Jahr eine richtig große Änderung zu machen. Auch nochmal die Corona-Geschichte hat auch dafür gesorgt, dass im Jahr 2020 das Ganze ein bisschen verschoben worden ist. Also einige Änderungen zum 1. April laufen jetzt eher zum 1. Oktober. Ein paar Änderungen zum 1. Oktober laufen jetzt erst zum 1. April 2021. Und genau da wird es spannend, denn jetzt zum 1. April 2021 werden eine ganze Menge Prozessdokumente im Sinne der Edifact-Vorgaben geändert. Wir haben hier Edi@Energy als den zentralen Ort, wo wir diese Unterlagen finden. Edi@Energy ist praktisch der Edifact-Teil, der für die deutsche Energiewirtschaft angewendet wird. Und das findet man unter edi-energy.de. Dort werden diese Daten, diese Vorgaben gepflegt und veröffentlicht. Und eine ganze Menge dieser Vorgaben werden jetzt also zum 1. April 2021 angepasst. Unter anderem zum Beispiel die allgemeinen Festlegungen, die erstmal ganz im Großen und Ganzen erklären, wie Edifact angewendet wird, wie die diversen Anwendungshandbücher gelesen werden können. Aber eben auch zum Beispiel die Anwendungsübersicht zu den Prüfidentifikatoren wird angepasst, weil es verschiedene andere Datenformate jetzt gibt, die hier neu eingeführt werden bzw. wegfallen. Eine ganz interessante Änderung ist das Thema Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten. Man hat vor einiger Zeit angefangen, sogenannte Entscheidungsbaumdiagramme einzuführen. Das sind im Großen und Ganzen Tabellen, in denen man es also durch die Prozessabfolge durchgeht und dann jeweils erklärt ist, ist folgendes Szenario eingetreten? Ja, dann mache, oder nein, dann mache folgendes. Und auf diese Weise kann man sich ganz gut durch die vorgegebenen standardisierten Prozesse eben auch durcharbeiten. Und es wurden jetzt immer mehr dieser diversen Unterlagen in solche Entscheidungsbaudiagramme überführt, um sie schlussendlich einfacher zu machen. Und unter anderem gibt es eine ganz zentrale Änderung, dass nämlich die diversen Antwort-Code-Vorgaben in den Prozessen rund um zum Beispiel Stammdatenänderungen und Lieferantenwechsel,
dass die jetzt in dieses gemeinsame Dokument Entscheidungsbaudiagramme übertragen worden sind, weil man die bisherigen Darstellungsweisen rund um Edifact eigentlich abschaffen will, vereinfachen will und nur noch mit diesen Entscheidungsbaudiagrammen arbeiten möchte. Und genau deswegen sind dort jetzt auch diese ganzen Codelisten mit den Antwortmöglichkeiten, die wir bei Edifact kennen, aufgeführt. Also ist es zum Beispiel so, dass die Erklärung meinetwegen E15 ist ja zum Beispiel die Zustimmung ohne Korrekturen. Bei einer Lieferantenwechsel zum Beispiel Zustimmung ohne Korrekturen hat den Antwortcode E15. Dieser ist typischerweise an irgendeiner Stelle der Anwendungshandbücher erklärt worden. Und jetzt ist es eben so, dass diese Erklärung mit bei den Entscheidungsbaudiagrammen für zum Beispiel das Thema Lieferantenwechsel angefügt ist und dort ganz kurz erklärt wird. Also zum Beispiel E15, Zustimmung ohne Korrekturen, der Absender stimmt der Meldung und den Inhalten des Vorgangs voll zu, etc. etc. Das Ganze soll also ein bisschen einfacher werden, hat aber auch den Effekt, dass dieses Dokument zum Thema Entscheidungsbaudiagramme mittlerweile 284 Seiten lang geworden ist. Und genau da kommen wir wieder dorthin. Warum ich das mache, was wir hier machen, das liest ja niemand. Und es ist auch so kryptisch wiederum formuliert, dass die wenigsten Leute sich trauen, überhaupt in so eine Datei reinzugehen und sich da mal durchzuarbeiten. Also wollen wir mal versuchen, auch in den nächsten Videos sowas mal genauer auseinanderzunehmen und mal ein paar ganz konkrete Fälle hier einfach zu erklären, wie man das zu lesen hat, wie man das zu interpretieren hat, damit ihr damit eben auch besser umgehen könnt. Wir werden gleichzeitig wohl in der nächsten Woche, also so Mitte August, ein neues E-Book veröffentlichen, wo wir GPKE und GDGAS erklären, wo wir also diese ganzen Prozessvorgaben wie Lieferantenwechsel, Einzug, Auszug, Standardänderung, Netznutzungsabrechnung und so weiter einmal auseinandernehmen und praktisch die Vorgaben aus der GPKE, die nun mal auch kompliziert sind, in eine einfache Sprache übersetzen und euch eben auch so zur Verfügung stellen wollen. Das ist ein E-Book, von sowas leben wir auch, das heißt, das wird verkauft. Wird also nicht ganz kostenfrei sein. Wir werden aber eine ganze Menge Content davon auch hier bei YouTube und auch auf unserem Blog und so weiter mit veröffentlichen. Wie immer, keine Sorge. Aber wenn ihr zum Beispiel bei einem Stadtwerk arbeitet, dann bestellt über euer Stadtwerk zum Beispiel dieses E-Book. Gerne auch als Druckvariante können wir auch liefern. Jedenfalls bei der aktuellen Änderung der Edifact-Formate wird praktisch alles, was man so im Alltag auch irgendwo sieht, mal angefasst. Neben den UTLMD-Vorgaben, das ist das Nachrichtenformat von Edifact für die Stammdaten, die Lieferantenwechsel und so weiter. Neben also UTLMD werden zum Beispiel die MS-Consen auch angepasst, das sind die Energiemengen-Datenformate, die IFSTAR, das ist zum Beispiel der Status bei der Antwort auf den Lieferschein. Oder auch im Rahmen von diversen Messwesenprozessen, aber auch diversen MABIS-Prozessen, also Bilanzierungsprozessen, da wird die IFSTAR angewendet. Die APARAG, was so eine typische Fehlermeldung ist, wird angepasst. Die Orders, also die Bestellung einer bestimmten Sache, auf die dann meistens direkt ein anderes Datenformat kommt, oder eben auch die Order Response als negative Antwort auf eine Bestellung, die Quote als Angebot und so weiter, wird alles angepasst. Das heißt, es sind, würde ich mal so gerade schätzen, ungefähr 2 Dutzend Anwendungshandbücher, die hier gerade angepasst werden zum 1. April 2021. Ich tue euch den Link, wo die alle aufgeführt sind, bei der Bundesnetzagentur, unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt euch das hier mal anschauen. Die Änderungen sind meistens ganz am Ende auch mal aufgeführt oder ansonsten schaut euch das einfach mal an. Wenn ihr euch damit so beschäftigen müsst, dann seid ihr jetzt einfach schon mal voraus, denn diese Änderungen kommen dann halt zum 1. April 2021. Wenn ihr aber auch sagt, da sind ja Änderungen drin, die machen für uns gar keinen Sinn, könnt ihr eben auch noch bis zum 3. September, nein, bis zum 2. September 2020 eine Konsultationsnachricht an die Bundesnetzagentur schicken über eine Excel, die da auch mit verlinkt ist, könnt ihr das an die eben schicken und eure Meinung dazu sagen. Das ist eben auch ganz wichtig, um solche Veränderungen einfach mit dran zu wirken, wie sich diese Änderungen in der Energiewirtschaft dann auch eben weiter voranschreiten. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, immer gerne auch in der Bundesnetzagentur eine Antwort dazu geben. Das ist immer mal ganz wichtig. Okay, also es gibt, wie gesagt, eine ganze Menge Änderungen. Ganz zentral ist eben, dass die Entscheidungsbaumdiagramme wichtiger werden, dass das jetzt aber auch schon wieder fast 300 Seiten sind, das macht es nicht unbedingt einfacher. Es gibt, wie gesagt, ungefähr 2 Dutzend geänderte Anwendungshandbücher oder auch MEGs. Schaut euch das ruhig mal an.
Habt ihr konkrete Fragen zu den EDIFACT-Datenformaten und den Änderungen dazu, dann schreibt die ruhig unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal. Hier ist nochmal das erste Video zu EDIFACT. Habe ich so ein bisschen erklärt, wie das Ganze aufgebaut ist. Und ja, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.